Das hier ist ein Geschenk von unserem Discord-Event-Team an euch. Der neue Eventplan ist fertig und zeigt die kommenden Events auf dem 212. Discord-Server. Klickt auf den ersten Link in der Beschreibung und nehmt kostenlos an unseren Events teil. Wir würden uns sehr darüber freuen und vielleicht hört man sich ja. Hashtag 212. Gemeinsam sind wir stark. Adin Kabur und viele von euch fragten sich unter unserem Video, was Anakins Gedanken beim Töten der Jünglinge war, was die 501. davon abhielt, Anakin als Jedi ebenfalls zu töten. Beantworten wir also diese Frage. In Star Wars Episode 3, Die Rache der Sith, bekommen wir die tragische Handlung zu Gesicht. Die Order 66 ausgeführt durch unsere einst so geliebten Klonkommandanten. Commander Cody, Commander Gree, Commander Becerra. Alle sie hintergehen ihre Jedi-Generäle und fallen ihnen in den Rücken. Kurz nachdem sich der Oberste Kanzler als dunkler Lord der Sith zu erkennen gab, steht Anakin als Darth Vader auf und wird betraut, mit der 501. Elite-Legion den Jedi-Tempel auf Coruscant zu stürmen. Er sollte jeden einzelnen Jüngling, jeden einzelnen Padawan und jeden einzelnen Meister aufsuchen und ermorden. Es galt, die Religion der Jedi auszurotten. Die Unterstützung der 501. war dabei unabdingbar. Sie bestehen aus den besten Klonsoldaten der Galaxis, trainiert nach Jango Fetts Fähigkeiten und damit besonders spezialisiert. Die besonderen Erfahrungen der dreijährigen Klonkriege liefern ihnen besondere Fähigkeiten. Vor allem die Schlacht von Umbara lehrte ihnen den Umgang und den Kampf gegen Lichtschwertkämpfe und insbesondere den Jedi. Der Inhibitor-Chip zwang die Klone dazu, die Jedi trotz ihrer Beziehung zu töten und alles zu unternehmen, sie zu vernichten. Anakin war ein Held der Klonkriege. Er war nicht nur ein Held, sondern der Held. Er war quer durch die Klonarmee hinweg und in der gesamten Galaxis bekannt. Bekannt für seine Heldentaten und seine ehrwürdigen Taten und die etlichen Siege, die er nach Hause trug. Er führte ganze Armeen in den Krieg und war der Jedi schlechthin. Da stellt man sich legitimerweise die Frage, wie konnte sich Anakin so sicher sein, dass ihn die 501. nicht angreift? Beziehungsweise andersherum gefragt, warum griff die 501. Anakin nicht an? Er war schließlich ein Jedi-Ritter. Sie folgten ihm, ohne seine Position in Frage zu stellen. Zur Zeit des Imperiums wusste nicht einmal Tarkin von der wahren Identität Vaders. Es schien also wirklich ein Geheimnis zur wahren Identität Anakins bzw. die Verknüpfung zu Vader zu sein. Der Großmoff bzw. Gouverneur Tarkin stellte lediglich Vermutungen an, aber das war's auch schon. Und wenn nicht einmal so eine hochrangige Person wie Tarkin von seiner Identität wusste, wie konnte das die 501.? Es ist nämlich tatsächlich so. Die 501. war im Inbegriff der Herkunft Vaders. Sie wurden zwar für den Krieg trainiert, aber vor allem auch für die bedingungslose Loyalität. Wir selbst wissen, dass sie die besten Soldaten der Galaxis darstellten und so hüteten sie das Geheimnis um ihren Anführer. Nicht umsonst wurden sie unter dem Sith Lord Vaders Faust genannt. Sie waren Teil seiner Identität und damit Teil des Mythos um Anakin Skywalker. An dieser Stelle ist natürlich schwierig zu beurteilen, inwieweit sich diese Erklärungen in den Kanon einpflegen. Es ist nicht einfach, eine klare Grenze zu ziehen. Das sollte euch wohl bekannt sein. Mit der Übernahme Disneys wurde versucht, klare Grenzen zu ziehen. Dennoch darf die Intention Lucas, seine Aussagen und damaligen Gedanken, als die Filme produziert wurden, nicht vergessen werden. Es darf nicht vergessen werden, was wirklich war. Jeder und jede von euch muss für sich entscheiden, ob die Aussagen Lucas noch irgendwelche Bedeutungen haben. Für uns ist die Antwort eindeutig ja. Es handelt sich also eher um eine Grauzone. Um auf die Frage im Titel etwas deutlicher einzugehen, auf Basis der Fakten ist davon auszugehen, dass die 501. einen anderen Order 66 Befehl bekam, um die Stellung Anakins deutlich zu machen. Er ist de facto nicht von den Jedi zu unterscheiden. Denn das blaue Lichtschwert ist für einen Laien die einzig zu erkennende Differenz. Da ist ein eindeutiger Hinweis notwendig. Wir wissen, dass Palpatine, als er den Todesbefehl erteilte, die wichtigsten Befehlshaber persönlich kontaktierte. Seine Instruktionen sind damit völlig individuell. Er könnte die 501. kontaktiert haben und ihr deutlich gemacht haben, dass ihre Loyalität Vader gehört und kein Angriff erfolgen darf. Inwieweit sich das mit dem Inhibitor-Chip erklärt, ist fragwürdig. Doch das alte Star Wars Battlefront 2 zeigt uns in seiner Story bei der Stürmung auf den Jedi-Tempel, dass der diensthabende Kommandant ähnliche Instruktionen an seine Einheit erteilt. Demnach ist Vader der Anführer.
Dies wurde von höchster Instanz festgelegt. Damit ist die Vermutung untermauert und es scheint tatsächlich so, dass die Order 66 der 501. eine mit Einschränkung gewesen ist. Aber was meint ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und was sind eure Gedanken dazu? Hashtag 212. Gemeinsam sind wir stark.